Hallo, mein Name ist Chris Strubbel und ich zeige euch heute, wie wir eine Suche in Bubble entwickeln können. Hierfür gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal eine einfache Suche mit etwas längerer Ladezeit und dann eine schnelle Suche mit dem Plugin Fuzzy Search. Ich habe die Daten schon mal vorbereitet. Wir haben hier eine User-Datenbank mit verschiedenen Nutzern, durch die wir durchsuchen würden und verschiedenen Feldern. Wir legen direkt mal los, indem wir ein Inputfeld erstellen. Wir nehmen den Placeholder Suchen und machen hier alles standardmäßig mit dem Text. Darunter erstellen wir eine Repeating Group, Type of Content User und als Data Source do a search for User ohne Constraints. Wir haben 4 Reihen und stellen nun ein Textfeld und machen Current Users Vorname, kopieren dieses Feld, Abstand 20 Pixel, Nachname, und Wohnort. Und um nun das Suchergebnis zu haben, müssen wir unter Conditional gehen und sagen, wenn Input Suchens Value is not empty, dann ändern wir die Data Source zu do a search for und fügen den Constraint hinzu, any field Input Suchen Value. Wir gehen jetzt einmal auf Preview und uns das Ganze anzuschauen. Seht, wir haben die ganze Datenbank an allen, geben jetzt einmal Beispiel ein. Und nach kurzer Zeit erhalten wir nun auch das Ergebnis. Wir können ein anderes Feld machen, zum Beispiel die Stadt. Wir erhalten das auch. Ihr merkt aber, dass das Ganze sehr langsam ist und wir müssen perfekt sein. Das heißt, wenn ich einen Rechtschreibfehler mache, erhalten wir kein Ergebnis. Und deswegen gibt es einen zweiten Weg, um die Suche zu verbessern, nämlich mit der sogenannten Fuzzy Search. Hierfür geht ihr auf Plugins und es gibt von Zero Code das kostenlose Plugin Fuzzy Search und Autocomplete. Ich habe euch hier auch einmal den Link dazu bereitgestellt, den findet ihr in den Shownotes. Wir kopieren das Feld und ändern aber nun den Content in Input Suche Fuzzy. Und wir kopieren auch einmal die Repeating Group und ändern diese in Repeating Group Fuzzy Search. Texte behalten wir wie bei der einfachen Suche. Als nächstes fügen wir irgendwo auf dem Screen dieses Feld hinzu für Search and Autocorrect. Das ist später nicht sichtbar und fügen ein Data Type. Data Sorts, do a search for users. Wir brauchen hier kein Constraint und führen die Field to Search ein. Wir wollen den Vornamen, den Nachnamen, die E-Mail und den Wohnort durchsuchen. Wir kreuzen die Option an, Set Text to Match from an Input Box und brauchen nun eine Input Box ID. Als erstes hierfür müssen wir in Settings, General, Expose the Option to Add an ID Attribute wählen wir aus und wir nennen das nun Search Box. Ihr könnt das nennen, wie ihr möchtet. Und fügen beim Input-Feld ebenfalls das ID-Attribute Searchbox hinzu, sodass diese beiden miteinander kombiniert werden können. Wir gehen in die Repeating Group, entfernen die Bedingungen der alten Gruppe und sagen, wenn Input-Suche Fuzzy's Value is not empty, dann nehmen wir Data Source und sehen hier Search Autocorrect Ace Matches. Das heißt, wir machen kein Do-a-Search vor, sondern wir nehmen direkt aus diesem Plugin die Ergebnisse.
Ein weiterer Punkt ist nun, wenn wir in dem Search und Autocorrect gehen, sehen wir diesen Threshold. Und wir haben unterschiedliche Möglichkeiten, hier genau den Algorithmus anzupassen. Bei 0 ist es extrem genau und es muss exakt passen. Bei 0,3 wird die Groß- und Kleinschreibung ignoriert. Bei 0,4 werden auch Umlaute und Ähnliches ignoriert und bei 1 wird gar nichts ignoriert. Daher empfehle ich irgendwas zwischen 0,4 und 0,6. Ihr habt ja auch andere Möglichkeiten noch, das anzupassen, zum Beispiel mit der Location oder Distanz bei Geodaten. Aber im Großen und Ganzen passt das. Wenn wir jetzt auf Preview gehen, haben wir hier erstmal alle Ergebnisse und sehen nun, wie schnell diese Fuzzy Search ist. Bei 0,4 sehen wir, dass wir zum Beispiel, wenn wir Eichstätt mit AE eingeben, trotzdem das Ergebnis bekommen. Oder wenn wir die Stadt Garz oder eingeben, erhalten wir auch ohne die Klammern trotzdem das Ergebnis. Somit konntet ihr sehen, wie wir unterschiedliche Möglichkeiten haben, im Bubble eine Suche zu erstellen. Für ganz Fortgeschrittene gibt es auch die Möglichkeit, mit den APIs von Algolia eine Suche zu erstellen. Ich denke, man hat auf jeden Fall gesehen, es ist möglich, die Datenbank in Bubble zu durchsuchen. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg und auf bald.